BVB Total. Im Doppelpass mit der Telekom. Guten Abend zusammen, herzlich willkommen zur PK nach dem Spiel. Pokalspiel des FCA gegen Borussia Dortmund. Grüße alle anwesenden Medienvertreter und die Fans, die uns noch im Stadion im LEW Business Club zuhören. Und natürlich die beiden Trainer, Thomas Tuchel zu meiner Rechten und Markus Weinzierl. Thomas, Gratulation zum Sieg. Wie ist deine Analyse vom Spiel? Dankeschön. Ja, ich finde, es war ein zu Beginn sehr, sehr zähes Spiel für uns auch und sehr, ja, vielleicht statisches Spiel. Es ist uns schwer gefallen, Tempo reinzubringen beim eigenen Ballbesitz. Es ist uns schwer gefallen, offensive Räume zu finden. Das war natürlich auch der Abwehrleistung, dem mutigen und aggressiven Verteidigen des FC Augsburg geschuldet. In der zweiten Halbzeit haben wir das besser geschafft. Wir haben dann die Mittelfeldspieler etwas tiefer im Feld gehabt und die Wege wurden länger für Augsburg, uns anzulaufen. Und dadurch sind im Rücken vor der gegnerischen Viererkette wiederum Räume aufgegangen, die wir dann aggressiver bespielt haben, aggressiver angelaufen haben und konnten darüber dann den Spielfluss beschleunigen. Wir konnten schneller spielen, höhere Passfrequenz spielen. Wir konnten wirklich gefährlichere Räume anspielen im Rücken der Mittelfeldreihe und vor der Viererkette der Augsburger. Und das dann auch aggressiver anlaufen. Und ja, haben dann uns Torchancen rausgespielt. Die dritte Chance dann, glaube ich, auch genutzt und damit auch immer weiter Vertrauen gefunden. Und dann in der zweiten Halbzeit sehr dominant und mit einer guten Struktur, mit einer guten Überzeugung dann 2-0 gewonnen. Das finde ich sehr außergewöhnlich. Wir wussten, wie schwer das hier wird und wie schwer das auch werden kann. Und dass es jetzt sich so dominant und so klar und so verdient anfühlt, ist eine absolute Top-Leistung, die wir nochmal geliefert haben. Wir haben viele, viele Spiele auch in den Beinen. Hatten das natürlich auch das Glück und Können bei der Chance von Raul Bobadilla zum bei 0-0, dass Roman den gut hält. Das gehört absolut mit dazu und deshalb sind wir rundum zufrieden und sehr, sehr glücklich über die Leistung, über den Ausgang und das Ergebnis. Dankeschön. Markus, deine Analyse. Ja, erstmal Glückwunsch an Thomas und Borussia Dortmund zum Weiterkommen. Ich glaube, dass wir heute gegen absolute Top-Top-Mannschaft ausgeschieden sind, dass wir über 60 Minuten das sehr gut verteidigt haben, sehr mutig auch verteidigt haben und Borussia Dortmund gerade in der ersten Hälfte das Leben sehr schwer gemacht haben. Sie haben, glaube ich, in der ersten Hälfte nur eine Torchance gehabt, die Marvin Hitz sehr gut hält. 56. Minute, Thomas hat es gerade gesagt, wenn wir in Führung gehen, wenn Raul Bobadilla effektiv ist und die eine Chance nutzt, dann gehst du in Führung, dann wäre hier vielleicht was möglich gewesen. Sowas hättest du als Außenseiter gebraucht, aber es war nicht der Fall. Im Gegenzug oder ein paar Minuten später hat dann Dortmund die zwei Situationen gleich hintereinander, wo beide Male auch unglücklich ist für uns, wo wir nicht hundertprozentig gut verteidigen, aber der Gegner auch das notwendige Glück hat, dass die beiden Tore dann auch fallen. Und dann war es unheimlich schwer für uns, da nochmal zurückzukommen. Man hat gemerkt, dass dieses Spiel viel Kraft gekostet hat, aber auch die letzten Wochen sehr viel Kraft gekostet haben. Und von daher geht der Sieg natürlich in Ordnung und ist so, dass wir enttäuscht sind, aber gegen eine, wie gesagt, sehr, sehr gute Mannschaft leider ausgeschieden sind. Gibt es Fragen? Bitte kurzes Handzeichen. Klaus Bergmann. Herr Tuchel, es ist noch ein Spiel, aber Sie überwintern in drei Wettbewerben. Können Sie was sagen, diese erste Saisonhälfte unter Ihnen, wie zufrieden sind Sie damit? Sind Sie weit über dem Plan? Weiß ich gar nicht. Also es fühlt sich gut an, weil wir natürlich in allen drei Wettbewerben eine sehr, sehr gute Rolle spielen. Es fühlt sich gut an, weil heute im Hier und Jetzt wir es einfach immer wieder schaffen, auch gut auf dem Platz zu stehen, weil die Mannschaft Moral zeigt, weil die Mannschaft Charakter zeigt, weil wir sehr fokussiert dran sind, unsere Leistung abzurufen und da uns, finde ich, auf einen tollen Weg begeben haben. Und ansonsten mache ich das nicht so gerne, weil einfach tatsächlich noch ein Spiel ist. Ich weiß, dass, ja, ich verstehe auch Ihre Frage, die kommt jetzt immer öfter und so, obwohl noch ein Spiel ist, obwohl noch zwei Spiele sind. Aber die Wahrheit ist halt, dass es tatsächlich noch eins ist und das Resümee wird dann, wenn es überhaupt so viel Sinn macht, nach dem Spiel in Köln gezogen. Aber
Was wollte ich sagen? Habe ich es, glaube ich, vergessen. Nein, natürlich kann es nicht alles zerstören und gehört aber trotzdem dazu. Und als Trainer, ja, fühlt man sich nicht so wohl dafür, so Fazit zu ziehen, wenn es noch nicht aus ist. Das ist so ein bisschen wie wenn sie in der 70. Minute sich zurücklehnen und denken, da in der 80. Minute, da kann nichts mehr passieren. Es kann immer passieren. Und, was wollte ich sagen? Also das ich finde, dass es wichtig ist, dass wir uns nicht limitiert haben, auch in unseren Gedanken. Ich wurde gerade gefragt, so haben Sie sich das vorstellen können, dass das so gut läuft? Keine Ahnung. Also wir haben uns gar nicht so viel vorgestellt. Wir haben uns auch nicht vorgestellt, wie schlecht das im schlimmsten Fall laufen kann. Wir haben einfach gemacht. Und das ist das, wo ich einfach drinbleiben möchte. Und deshalb mache ich nicht so gern Fazit und Resümee, sondern es geht einfach immer weiter. Und natürlich gehen wir dann in eine kurze Pause. Aber jetzt müssen wir nochmal, jetzt genießen wir diesen Sieg, der ist auch wirklich für uns sehr, sehr wertvoll und gibt uns auch ein ganz besonderes Gefühl, das auf die Art und Weise geschafft zu haben. Und ist sehr wertvoll auch für unser nächstes Spiel in Köln. Und ja, wollen wir wieder gut auf dem Feld stehen und den Weg weitergehen und das im Hier und Jetzt auch mal genießen und uns morgen dann 2 Tage nutzen, um gut wieder auf dem Feld zu stehen. Damit sind wir gut gefahren und damit fühlen wir uns sehr wohl. Noch eine Frage? Nicht? Dann einen schönen Abend Ihnen allen und eine gute Heimfahrt.